Man legt ein Teilchen ohne Geschwindigkeit auf die Oberfläche eines Widerstandsmediums. Das Partikel dringt durch die Gewichtskraft in das Medium ein. Das Variationsgesetz der Geschwindigkeit im Laufe der Zeit t ist angegeben durch v von t gleich Alpha mal diese Summe mit t größer gleich 0, wo Alpha und Tau trennpositive Konstanten sind. Berechne die Sinktiefe z von t des Teilchens als Funktion der Zeit, wenn du weißt, dass z von t gleich ist zum Integral von 0 bis t von v von s ds. Da man die Integrationsvariable nennen darf, wie man möchte, aber nicht mit einem Buchstaben, der anderswo vorkommt, nenne ich diese gewohnheitshalber x. Was wir also berechnen sollen, das ist das Integral von 0 bis t von Alpha mal diese Summe, in der wir klein t überall durch x ersetzen. Also da, da, da und da. Und dieses Integral kann umgeschrieben werden in diese Form. Es ist Alpha mal dieses erste Integral plus Alpha mal v hoch 4 mal dieses zweite Integral. Halten wir diese Summe hier fest. Um diese Summe zu bestimmen, rechnen wir eine erste Stammfunktion und da eine zweite Stammfunktion. Nennen wir diese Stammfunktionen S1 und S2. Bei S1 berechnen wir eine Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, bei denen die erste ein Polynom und die zweite eine Exponentialfunktion ist. Das macht man partial. Das heißt, wir schreiben zuerst dieses Produkt in Form von Produkt von zwei Funktionen, von denen die eine als Ableitung geschrieben ist, und bei solch einem Produkt schreibt man die Exponentialfunktion als Ableitung. Deshalb multiplizieren wir sie mit minus 1 geteilt durch Tau, dann müssen wir aber auch mit minus Tau multiplizieren, um nichts geändert zu haben. Und diese Konstante minus Tau darf als multiplikative Konstante raus aus der Stammfunktion. Somit haben wir hier dieses Produkt und dieses Produkt ist genau die Ableitung von e hoch minus x auf tau. Jetzt haben wir das Produkt von zwei Funktionen, von denen die eine als Ableitung geschrieben ist. Das partiale Primitivieren oder auch die partiale Integration besagt, man schreibe zuerst das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne Prim, und ziehe davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Und x', das macht 1. 1 mal e hoch minus x auf tau, das ist e hoch minus x auf tau. Hier machen wir genau dasselbe wie da oben. Wir multiplizieren mit minus 1 auf tau, dann aber auch mit minus tau. Dieses minus tau darf dann aus dieser Stammfunktion raus. Und somit finden wir minus tau mal e hoch minus x auf tau. Hier können wir e hoch minus x auf tau ausklammern und so finden wir als S1 einer additiven Konstante nach minus tau mal x plus tau mal e hoch minus x auf tau. Jetzt S2. Wenn wir x Quadrat plus tau Quadrat ableiten, dann finden wir 2x plus 0, also 2x. Das x haben wir. Deshalb multiplizieren wir hier oben mit 2
Dann müssen wir aber auch mit ein halbes multiplizieren. Und da ein halbes nicht von der Variablen x abhängt, darf diese multiplikative Konstante aus der Stammfunktion raus. Somit müssen wir dieses Produkt berechnen. Wir haben alles vorbereitet, um die Integration per Substitution vorzunehmen. Diese Klammer x² plus tau², die nennen wir u. Dann ist die Ableitung von dem u gegenüber der Variablen x 2x, also ist du gleich zu 2x dx. Was also bedeutet, hier können wir das Paket 2x dx ersetzen durch du und diese Klammer x² plus tau² ersetzen durch u. Und somit bleibt diese Stammfunktion zu berechnen. Stammfunktion von 1 auf u² du, das ist natürlich minus 1 auf u, also so. Und sobald man diese Stammfunktion gefunden hat, ersetzt man das u durch das, was es ist, als Funktion von x. Also, wir ersetzen das u durch x² plus tau². Somit haben wir auch die Stammfunktion s2 gefunden. Was bleibt noch zu rechnen? Z von t, das ist Alpha mal die Variation dieser Stammfunktion s1 von 0 bis t plus Alpha mal tau hoch 4 mal die Variation dieser Stammfunktion s2 von 0 bis t. Was wir also noch rechnen müssen, ist das hier. Hier ersetzen wir zuerst das x da und da durch t, dann durch 0 und ziehen die zweite erhaltene Zahl von der ersten ab. Und hier machen wir dasselbe. Wir ersetzen zuerst x durch klein t, so erhalten wir eine Zahl. Danach ersetzen wir das x durch 0, so erhalten wir eine zweite Zahl und ziehen diese zweite von der ersten ab. Also so. Hier sehen wir tau mal tau mal 1, also tau Quadrat. Und hier sehen wir minus 1 geteilt durch 2 mal tau Quadrat. Diese 2 kann noch aus dieser Klammer raus und so stoßen wir auf diese Rechnung, in der wir diese zwei Brüche gleichnamig machen, um sie zu addieren. Machen wir das? Ist gemacht. Und diese Summe führt dann sofort zu diesem Bruch, indem wir erkennen, dass wir minus tau Quadrat plus tau Quadrat streichen können. Und somit finden wir letztendlich als Funktion z von t dieses Monster.